Ivar Bar, schon einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren Sendung von Jeddah Focus hier auf Jeddah TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer sehr interessanten und informativen Sendung. Heute werden wir uns voll und ganz dem Thema von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vor allem gegenüber der jesidischen Glaubensgemeinschaft widmen. Wir erinnern uns vor allem an die großen Angriffe bzw. an den versuchten Völkermord gegenüber den Jesiden in Schengal von 2014. Aber nicht nur in Schengal, sondern auch die anderen Kriegsverbrechen, die stattgefunden haben, die leider auch hier medial nicht immer richtig oder beziehungsweise gar nicht aufgefasst werden, wie zum Beispiel die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zum Beispiel in Afrin oder auch in Seleghaniye, in Rojava, im Norden des Syriens. Diese Themen wollen wir heute hier bei uns in der Sendung besprechen und auch vielleicht auch neue Erkenntnisse hier zur Sprache bringen. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich ganz besonders, dass ich zwei Gäste hier begrüßen darf. Auf der einen Seite freue ich mich, dass ich Habib Ajam als jesidischer Aktivist und Menschenrechtsaktivist hier bei uns im Studio begrüßen darf. Und des Weiteren Tobias Huch, Buchautor und Journalist. Ja, willkommen hier bei uns im Studio bei Jeddah TV, bei unserem Format Jeddah Focus. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe es zu Beginn erzählt. Es geht hier um Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und gerade die Jesiden werden als Glaubensgemeinschaft bei diesem ganzen Chaos, den wir in Kurdistan durch zum Beispiel die Türkei, die vor allem für die völkerrechtswidrigen Kriege dort verantwortlich ist. Ja, leider wird wenig darüber berichtet. Ich freue mich, dass ihr hier bei uns seid. Ich würde euch gerne das Wort übergeben. Ich freue mich und danke für die Gelegenheit, dass ich heute hier sein darf, um die Stimme der Jesiden auf die syrische Fläche hier zu erörtern und dass vielleicht hier eine Gehör geschenkt wird, dass die Jesiden, die Schreie der Jesiden aus Syrien, dass hier ein Gehör geschenkt wird. Das ist schön, das freut mich. Herzlich willkommen nochmal. Dazu kommen wir nochmal gleich ein bisschen näher. Also oft werden ja auch, gerade beim Thema Rojava und Syrien, geht es ja vor allem immer um das große Wort Kurden, wenn man über Rojava spricht, und die Glaubensgemeinschaft der Jesiden, die ja dort auch allgegenwärtig ist, wird ja meistens auch nicht so in den Mittelpunkt gestellt. Aber dazu werden wir noch später kommen. Ja, lieber Tobias, auch dich möchten wir. Danke für die Einladung. Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen tieferen Einblick auch an die Zusammenhänge geben kann. Auch die deutsche Außenpolitik, die ja durchaus problematisch ist, vor dem Hintergrund, dass ja auch der Überfall auf die friedliche kurdisch-jesidische Enklave Afrin durch den Bundestag bzw. durch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages als eindeutig völkerrechtswidrig eingestuft worden ist. Und vor diesem Hintergrund ist es schon erschreckend, wie ignorant das Auswärtige Amt agiert. Genau, dazu kommen wir natürlich auch später. Aber es ist auch interessant, das aus einer Perspektive zu sehen bzw. zu hören, der nicht direkt als Jeside betroffen ist, sondern aber in der Hinsicht betroffen ist, da die meisten Jesiden, die ihre Heimat verlassen mussten, dann doch hier in Deutschland leben und auch vor allem deutsche Staatsbürger sind. Das heißt, hier hat auch mal die Bundesregierung noch ganz andere Verantwortung gegenüber den Staatsangehörigen, die einen anderen Glauben angehören. Aber Sie sehen es halt teils nicht. Wir haben ja in Deutschland über 200.000 Jesidinnen und Jesiden, und die Mehrheit davon hat einen deutschen Pass, also eine deutsche Staatsbürgerschaft. Und irgendwie geht das in der Politik leider komplett unter. Und ich weiß nicht, welche genauen Absichten außer Wirtschaftspolitik dahinter stecken. Und ich habe deswegen auch immer wieder gesagt, das Auswärtige Amt ist eigentlich nur eine Außenstelle der Industrie- und Handelskammer. Und es geht immer nur um Wirtschaftspolitik. Und dann will man dann Verträge mit Siemens oder VW oder Mercedes-Benz im Bereich der Türkei ansiedeln. Und dann hält man den Mund und dann kommen Rüstungsexporte, dann kommt Rheinmetall, die dann den Leopard 2 aufrüsten. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn dann deutsche Waffen dafür eingesetzt werden, um Kriegsverbrechen zu begehen. Genau, zu dem Punkt möchten wir gerne kommen. Das war ja offensichtlich, Habib, da möchte ich gerne auch nochmal auf dich zurückkommen. Die Kriegsverbrechen, gerade beim Angriff auf Afrin, da haben Dschihadisten und Islamisten haben dort auf Panzern der Leopard 2-Variante dort gepostet, nachdem sie auch die Stadt mit Hilfe der Türkei, EU-Beitrittskandidat, NATO-Mitglied, eingenommen haben. Was war das für die Jesiden, gerade aus Rojava, aus dem syrischen Gebiet?
Also das war erstmal sehr traurig, seitens Jesiden, vor allem die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben in Deutschland, die schon lange integriert sind und fühlen sich auch als deutscher Bürger, dass sie Leopard 2 Panzer in den Händen der Islamisten, das sind nichts anderes als ehemalige ISIS-Kämpfer, die einfach die Klamotten gewechselt haben. Aber nachher, nach wie vor, die Ideologie, die Denkweise von allen Gruppen, die gerade von der Türkei unterstützt wird, ist dieselbe ISIS-Ideologie. Und das ist sehr enttäuschend seitens der jesidischen Bevölkerung, wie Islamisten deutsche Waffen in die Hände bekommen und mit diesen Waffen Afrin und insbesondere jesidische Dörfer sind zuerst als Ziel genommen worden. Gleich, okay, das sind für Jesiden, also Ungläubige, also das heißt, die haben das Recht, mit denen zu machen, was sie wollen. Vogelfrei erklärt durch gewisse Fatwas von Seiten der Dschihadisten, Islamisten. Was sind denn die konkreten Verbrechen dort? Also oft hört man, dass zum Beispiel die Dörfer komplett vereinnahmt wurden, geplündert wurden, aber auch, dass dann eine Islamisierung der Dörfer stattgefunden hat. Richtig. Also wir haben in Afrin 22 Dörfer im Region Afrin. Insgesamt wohnen in Afrin und in Afrin-Stadt und in diesen Dörfern 35.000 Jesiden. Diese Dörfer werden nach und nach zwangsislamisiert. Es werden Siedlungen für uigurische Muslime in jesidischen Dörfern, in Dorf Shadera, in Jinderes, in Basufan wird gebaut, inklusive Moscheen. Dies wird finanziert von Hilfsorganisationen, die in Deutschland ansässig sind, sowohl auch in Türkei, bekommen Gelder von der EU-Kasse, bekommen Gelder von der Bundesregierung und bekommen Gelder sogar von der UN. Letztes Jahr haben sie 6 Millionen Dollar bekommen, die Weiße Hände-Organisation, die direkt vom türkischen Geheimdienst geleitet wird, bauen in, zum Beispiel im Dorf Shadera, das jesidische Dorf, die keine einzige andere Glaubengemeinschaft dort wohnt, rein nur Jesiden wohnen dort. Die bauen 96 Wohnungen, pro Wohnung 42 Quadratmeter für palästinensische Siedler. Und dazu hat noch eine palästinensische Hilfsverein, die in Anführungsstrichen sich als Hilfsverein getarnt sind, auf die Weltbühne. Die haben die Übernahme von Kosten von Bau von Abu Bakr Moschee. Mhm. Und das ist menschenrechtswidrig und die Bundesregierung schweigt, die EU schweigt und die ganze Welt schweigt. Und das macht nach der Genozid von 2014 bei den Jesiden einfach nur noch mehr traurig. Und die Glaubwürdigkeit der Seiten der jesidischen Bevölkerung an eine wirkliche friedliche Zusammenleben, an eine Zukunft für die Jesiden, ist sogar mehr noch runtergestuft. Es ist ja eigentlich noch weitergehend. Es ist jetzt nicht nur Schweigen, ja, was dort vorhanden ist, ja, sondern es ist aktives Mithandeln. Wenn man jetzt schaut, das Auswärtige Amt und die Bundesregierung erzählen die gesamte Zeit von Hilfsgeldern für Syrien bzw. Nordsyrien. Das Interessante ist aber, dass in den freien Gebieten, den demokratischen Gebieten, dazu zähle ich jetzt die Gebiete, die verteidigt werden durch die SDF, also die Syrian Democratic Forces, dazu gehören dann also SOTORO-Einheiten, christliche Milizen oder wie auch YPG und YPG, dort ist in den letzten Jahren kein Cent angekommen, kein einziger Cent. Das Geld fließt nahezu komplett in die Kanäle von Al-Qaida und dazu gehören ja so Gruppierungen wie Al-Nusra-Front und sowas und auch Gruppierungen, die sehr, sehr nah dem IS nahe stehen, beziehungsweise dann auch wirklich IS-Terroristen, die sich einfach umgezogen haben, die erst sich haben verpflegen lassen in der Türkei und dann mit türkischer Flagge und ISIS-Logo dort einmarschieren und nach dem Genozid auch noch einen Ethnozid durchführen. Das heißt, die Menschen werden ihrer Kultur beraubt, sie werden vertrieben, wenn sie sich nicht islamisieren lassen. So ist der IS auch vorgegangen. Also man hat gesagt, entweder wirst du Muslim und dann bist du Sklave, oder du bleibst Jeside und du bist tot. Das ist die Logik dieser Leute. Und diese Terroristen werden unterstützt durch die Europäische Union, durch die deutsche Bundesregierung, durch die Staatengemeinschaft. Das ist ein Skandal und vor allem ein Armutszeugnis für die Werte, wofür
eigentlich, sage ich mal, die EU steht oder die Bundesrepublik Deutschland? Werte. Werte werden immer groß gehalten, wenn sie gerade im Interesse Deutschlands stehen. Genau. Und eigentlich ist die NATO ja auch eine Wertegemeinschaft, hat man immer wieder gesagt. Man sieht es ja, was für eine Wertegemeinschaft es ist, als die Türkei in Manbij reingegangen ist, als sie Dschihadisten unterstützt hat, als sie Luftangriffe geflogen hat auf YPG und YPG, als Raqqa eingenommen werden sollte, wieder, also befreit werden sollte durch die Volksverteidigungseinheiten. Ich habe dort keine Angriffe der Türkei auf IS-Stellungen gesehen, sondern immer nur Angriffe auf die demokratischen Kräfte. Und das Gleiche, Überfall auf Afrin mit den schlimmsten Kriegsverbrechen, mit Versklavungen. Das wird auch nicht offen gesagt. Dort sind tausende Jesidinnen in Gefangenschaft geraten, die genauso wie der IS als Sexsklavin verkauft worden sind in diverse Staaten, ob das jetzt die Türkei selbst ist oder Katar. Und das wird einfach nicht laut ausgesprochen. Man muss mal ganz klar sagen, die Türkei, also das türkische Regime, und darunter zähle ich jetzt nicht nur Erdogan, sondern auch die CHP ist ja kein Deut besser, die Kemalisten, die haben in der NATO nichts zu suchen. Sie sind nur aus geopolitischen Gründen, aufgrund des Bosporus und des Zugangs zum Schwarzen Meer, sind sie weiterhin in der NATO. Ansonsten müsste man längst laut rufen, Türkei raus aus der NATO, NATO rein in die Türkei. Diese Kriegsverbrechen und auch die anderen Verbrechen, die dort stattfinden, die wurden ja auch, wie du anfangs gesagt hast, vom Bundestag durch einen wissenschaftlichen Dienst dann auch nochmal bestätigt, dass dort auch die Türkei dschihadistische Gruppen einsetzt, was dort für Waffen eingesetzt werden etc. Und was passiert? Also die Bundesregierung schweigt, die anderen oppositionellen Parteien, die nicht gerade viel die Möglichkeiten haben, aber versuchen das zur Sprache zu bringen. Was kann man da erwarten? Man kann aktuell gar nichts erwarten. Also wir haben eine große Koalition. Und die SPD hat das Auswärtige Amt. Wir haben das ja schon gesehen, wie das Auswärtige Amt geführt worden ist unter Sigmar Gabriel, der am Ende seiner Amtszeit dann noch als Çay-Junge in der Türkei aufgetreten ist. Beziehungsweise bei sich, glaube ich, zu Hause sogar, hat er dem türkischen Außenminister, also auch einem Kriegsverbrecher, Çay serviert. Devot, es fehlt nur noch, dass er sein rotes Hütchen aufsetzt und dann, ja, Efendim, bitteschön, Efendim, das serviert. Und Heiko Maas macht es ja auch nicht anders. Ja. Genau, wir haben das ja mitbekommen, die Politik, die Herangehensweise, die Vorgehensweise, die Haltung zeigt ja immer wieder, dass gerade solche Verbrechen keine Gegenantwort bekommen. Und das führt ja dazu, dass die Türkei einfach weiterhin wütet und ein Chaos dort in der Region macht, wo es einigermaßen ruhig geworden ist. Beste Beispiel ist Afrin, aber nicht nur Afrin, auch Sedic Gagne. Dort hat man auch, nachdem die Dschihadisten dort zurückgeschlagen wurden, hat man da ja auch versucht, das Leben neu zu beleben. Und was passiert? Gerade die Region, auch wo vor allem Jesiden dort gelebt haben, ist auch wieder vereinnahmt worden. Und genau dasselbe Schema nach dem Afrin wird denn nun auch in Sedic Gagne durchgenommen oder vorgenommen. Habib, du hast da ja noch mehr Erkenntnisse als Jesiden aus der Region. Der Schlag gegen den IS nach Schengal-Völkermord natürlich, es war ein sehr gutes Signal, dass man die Radikalen, die Islamisten ein Signal gegeben hat. Wagt ihr euch, diesen Schritt nochmal zu machen? Wird ihr das schlagen? Wird ihr bekämpft? Nun die Kopie, das gleiche Szenario. Schengal 2 wird gerade in Afrin, geschieht in Afrin, vor Augen der Welt. Und das macht uns sehr, sehr traurig, dass Deutschland, insbesondere unsere Bundesregierung, dies unterstütze mit finanziellen, mit Rüstungen und auch finanziell das unterstützt hat. Und wir sind in Informationen, wir wissen auch, dass die Bundesregierung diese Informationen hat, dass die Jesiden massakriert werden in Afrin, dass die Jesiden zwangsislamisiert werden, dass die Jesiden vertrieben worden sind in Camp al-Shaba, nach Libanon, nach Aleppo. In die ganze Welt, die Jesiden aus Afrin sind vertrieben worden. Die nicht die flüchten konnten, die sind gerade und leben unter Zwangsislamisierung. Entführungen sind an der Tagesordnung. Wir haben vor 6 Wochen zum Beispiel die Frau von einem jesidischen Mann, wir nennen ihn Azad, wir haben extra gezielt für die Sendung in einen anderen Namen gegeben, damit wir sein Leben schützen.
Ein Dschihadist, führender Dschihadist mit seinen zwei Soldaten ging zu ihnen hin und hat zu ihnen gesagt, ich möchte deine Frau haben. So, du kannst mit den Kindern gehen, wohin du willst, aber wenn du dich weigerst, mir deine Frau zu geben oder mir im Wege zu stellen, dann werden wir dich umbringen. Und dann sind deine Kinder auch zwangsislamisiert und dann müsstest du auch vielleicht sogar deine Kinder was antun. Und dann hat er uns appelliert halt an die Welt und hat auch geweint am Telefon. Und hat halt regelrecht geschrien, um Hilfe geschrien. Und das ist nicht ein Fall. Es sind hunderte Fälle, die sich nicht trauen, uns Bescheid zu sagen. Die nicht trauen, um sich zu schützen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Weil wenn die sie an die Öffentlichkeit, deren Fall, dann sind deren Leben auch bedroht. Und das kann nicht sein, dass ein NATO-Mitglied, Europa-Beitrittskandidat, EU-Wirtschaftspartner, Türkei als Schutzschirm für die ganzen Islamisten, islamistischen Truppen, die auch für uns westliche Werte auch gefährlich sind. Es muss einfach dringend eine Lösung her und sei dann, macht Europa ihre Toren für 35.000 Jesiden aus Afrin. Das fordere ich gerade. Ich fordere die Bundesregierung, die weltweit bekannt ist, die Partner der Türkei ist, in Kriegen, sowohl auch in Wirtschaftssachen groß beteiligt sind, dass sie, wenn sie die Jesiden in Afrin nicht helfen wollen, und ich sehe da keine Möglichkeit auch, dass sie ihre Toren für 35.000 Jesiden aufmachen aus Afrin und gleichzeitig auch sie zu entschädigen. Wegen der Mitverantwortung auch. Wegen der Mitverantwortung natürlich. In dem Angriff auf Afrin, Deutschland war Partner der Türkei. Wobei es dann noch erweitert werden muss, denn es sind ja auch nicht nur Jesiden, die da betroffen werden, sondern wir haben kurdische Fälle. Also ich habe mit einem Kurden aus Afrin geredet, der einen Bruder hat dort und das Problem daran besteht, dass die Dschihadisten zu ihm kommen und sagen, du kannst in diesem Haus leben, das gehört dir, aber du musst uns Miete zahlen. Und er sagt, ja, Moment mal, das Haus habe ich gebaut, das ist das Haus meiner Familie. Er meinte, ja, ist uns egal, gib uns 4.000 Dollar und dieses Jahr hast du dann deine Ruhe. Ansonsten fliegst du raus und unsere Brüder und Schwestern werden hier einziehen. Also die Menschen werden dort systematisch erpresst. Wer dort Eigentum hat, muss Miete an den jeweiligen Emir, das nenne ich jetzt einfach mal so. Wir sind ja im de facto... Fürst, der sich als Fürst bezeichnet sozusagen. Genau, haben wir dort einen islamischen Staat, der dort herrscht, mit der Flagge der Türkei. Und in den Schulen müssen die Mädchen jetzt auch schon wieder Kopftuch tragen. Es hängt Erdogan an der Wand, man wird auf die Flagge eingeschworen, die türkische Lira wird eingeführt. Das ist neuer Lebensraum. Das ist, also wir kennen das als Deutsche, wir kennen das aus der Hitlerzeit, neuer Lebensraum im Osten. Und hier ist es halt einfach neuer Lebensraum im Westen. Die Türkei bezeichnet es auch schon als neue Provinzen, so indirekt. Ne? Inoffiziell, das ist eine weitere Provinz der Türkei und so wird die dann auch da gehalten. Und diese entsprechenden Gelder werden dann auch dafür zur Verfügung gestellt. Und es wird ausgeplündert. Die Olivenernte, die geht in die Türkei. Also wenn man Olivenöl aus der Türkei kauft, kann man davon ausgehen, dass dort Oliven aus Afrin drinstecken. Und das ist nichts anderes als Raubgut. Ja. Und das ist eine andere Dimension, ich habe die nächste Frage nochmal an dich, aber es ist ja nicht nur die Kriegsverbrechen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch den militärischen Einsatz, der ja erstmal stattgefunden hat, sondern das, was ihr gerade auch beide nochmal hier skizziert habt, diese alltägliche Verbrechen, ne? Dass man von Haus zu Haus geht, dass man die Frauen sich einfach nimmt und sagt, hier, das ist jetzt mein Recht, ich bin hier der Herrscher und oder habt ihr das sagen? Also das, was da zeigt, also die Menschen, Das ist terroristischer Alltag und sowas kennt man eigentlich nur aus den alten Geschichten der 70er und 80er Jahren in der Türkei. Da nicht ohne Grund hat sich dann die PKK gegründet. Also man braucht hier nicht das Märchen erzählen einer Terrororganisation, die auf einmal da ist, um die Türkei zu terrorisieren. Nein, das sind Reaktionen. Wenn ich tagtäglich damit rechnen muss, dass meine Frau umgebracht wird oder vergewaltigt wird, meine Kinder, meine Sprache verboten wird, meine Kultur zerstört wird und ich keine andere Möglichkeit habe, also keine politische Möglichkeit, und das haben wir jetzt in der Türkei ja jetzt wieder, in Richtung potenziellen HDP-Verbot, dann gründen sich halt Widerstandsgruppierungen und dann macht man sich sehr, sehr einfach, dann von Terrorgruppen zu sprechen. Genau. Sondern ja klar, wenn sie im Weg stehen, beziehungsweise nicht das, oder beziehungsweise die Situation stören,
den kapitalistischen. Vor allem, wir wissen ganz genau, die Türkei ist für die Bundesrepublik Deutschland natürlich auch ein wichtiger Absatzmarkt. Ich will es auch gar nicht mal auf den Kapitalismus alleine setzen. Also ich bin ja Liberaler, dementsprechend habe ich da eine andere Haltung zu. Aber man muss ja schauen, was kommt von was. Und wenn wir jetzt auf deutscher Ebene diskutieren, dann können wir uns das ja einfach machen. Wir haben ein Grundgesetz und in diesem Grundgesetz steht ein Artikel, das ist der Artikel 20 Absatz 4. Das ist, ist das Recht auf Widerstand, der sogenannte Tyrannenmordparagraf. Und wenn ich keine Möglichkeit habe, auf politischer Ebene Widerstand zu leisten, dann sind Handlungen, wie sie zum Beispiel die PKK auch durchführt, legal. Nicht nur legitim, sondern sie sind in Deutschland legal. Und vor diesem Hintergrund muss man vielleicht mal den Gesamtkontext hinterfragen, auch den Kontext, ist ein PKK-Verbot überhaupt noch zeitgemäß, gerade vor dem Hintergrund der Eskalation. Spätestens ab einem Verbot der HDP muss sich jeder deutsche Jurist sagen, auf Grundlage unseres Grundgesetzes ist ein Verbot der PKK abzulehnen. Als Reaktion. Genau, das hast du ja gerade gesagt, das ist ja der Zusammenhang, wenn denn sowas stattfindet, diese Verbrechen. Genau, und ich rede jetzt nur mit deutscher Logik. Das ist jetzt deutsche juristische Logik. Mhm. Es wäre Heuchelei, wenn man vor diesem Hintergrund der Geschehnisse und auch der innenpolitischen Entwicklung in der Türkei, beziehungsweise der radikalen, völkerrechtswidrigen Außenpolitik der Türkei, wenn man dann dieses Schwarz-Weiß-Denken weiterhin, wie es aktuell auch die Bundesregierung an den Tag legt, wenn man das weiter so unterstützt. Lieber Habib, du hast ja die Kontakte gerade auch zu den Jesiden in der Region. Richtig. Du hast uns gerade davon berichtet, du kriegst Telefonate von Personen, die denn davon erzählen. Jetzt haben wir auch, wir wissen ganz genau, was passiert da in Rojava. Da gibt es Menschen, die organisieren sich. Da gibt es zum Beispiel die Selbstverwaltung, die Rätestrukturen. Und auch die Jesiden waren da ja oder sind da ja auch sehr stark vertreten. Ja. Du hast ja auch Kontakt zu diesen was sind deren Forderungen oder was sind deren Kritik an der Haltung, die hier stattfindet? Was hört man von denen? Also Jesiden sind ein Teil der demokratischen Selbstverwaltung Rojava. Sie sind direkte Partner, genau wie die Christen in diese Selbstverwaltung. Auch die sind Partner. Es läuft nichts, ohne dass alle Parteien zustimmen. Das heißt, alle Parteien meine ich auch mit ethnischen auch Gruppen, die dazu gehören. Momentan ist ja, Rojava ist noch nicht so ganz legitimiert, aber trotzdem, die meistern das gerade auch. Nur das, was gerade in Afrin passiert und zuletzt auch in Serikani passiert. Afrin war ja die Russland hat ja die Luft freigegeben, den grünen Signal. Dennoch bleibt Türkei ist ein westlicher Partner von allen Seiten. Und das, was täglich geschieht, lieber Yilmaz, was du genannt hast, das ist ja das. Das heißt, diese ISIS-Kader, diese islamistischen Kader, die unter türkischer Flagge agieren und die werden direkt von der türkischen Geheimdienst verwaltet und Entführungen sind an der Tagesordnung. Familienväter werden entführt, werden vor Kamera gefoltert, ihren Finger eins nach dem anderen wird abgeschnitten, so damit die Kinder zu Bezahlung zu bringen. Und das ist eine Mafia-Ebene, Strukturen, die sich da gebildet haben. Und das sind an diesen Geldern sind diese Kader, die von der türkischen Geheimdienst geleitet und unterstützt wird, die sind beteiligt an diesen Anführungen. Und ich vermute auch, dass sie sogar die türkische Geheimdienst damit beteiligt ist, an diesen Geldern, die durch die Anführungen oder zum Beispiel die Häuser werden verkauft unter diese Gruppen, dass sie die Plünderung Afrin, 13.000 Olivenbäume wurden aus Afrin mit Video, mit LKW, mit Beweise haben wir auch. Die wurden entwurzelt und nach Türkei gebracht. Afrin Olivenöl, bevor der Angriff auf Afrin, kostete eine Liter 35 Euro. Das ist einer mit dem besten Olivenöl der Welt. Heute in Bremen, auf den deutschen Supermärkten steht Olivenöl aus Afrin. Gestohlenes Olivenöl aus der Türkei, dass überhaupt die Bundesregierung, dass überhaupt das Zollamt zulässt, dass ein gestohlenes Olivenöl, wo die Inhaber dieser Plantagen in Schahba in Zelten wohnen,
deren Öl wird 1,5 Liter für 15 Euro verkauft. In Bremen, Supermärkten, in Berlin. Und das ist für mich unverständlich. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, ich wohne seit 30 Jahren hier. Seit 30 Jahren wurde das Wort Menschenrechte, Demokratie, Gleichberechtigung immer unsere Ohren vollgestopft. Doch plötzlich bei 2014 bei Angriff auf Rojava, auf Nordsyrien, diese ganzen Werte, diese ganzen schönen Worte, die sind einfach verschwunden aus der deutschen Medien. Und ich glaube, wie Tobias Ruch gesagt hat, wir haben keine Politiker, wir haben Wirtschaftshändler, die aber als Politiker getan sind. Die sind viel mehr Wirtschaftshändler. Ja. Und die sind auch, diese heuchlerische Politik, das ist sehr enttäuschend. Man sieht es auch immer wieder bei den Besuchen von Vertretern der Türkei hier in Deutschland oder auch andersrum von Vertretern der Bundesrepublik in der Türkei. Da wird gar nicht über diese Umstände gesprochen, über diese ganzen Zustände. Ja. Und dann hört man immer nur, es gibt neue Verträge mit irgendwie, da wird eine Fabrik oder da gibt es nochmal eine Möglichkeit. Und dann möchte man zum Beispiel auch in der Urlaubssaison natürlich zulassen, dass dann auch die Menschen wieder dort Urlaub machen können. Es geht nur um Absatz und um Interessen und andere Möglichkeiten. Also hier geht es wirklich darum, dass die Türkei weiterhin dort ein relativ starker Partner bleibt, damit er abnehmen kann. Es ist eine absolut devote Haltung, die Deutschland an den Tag legt, obwohl wir eigentlich die wirtschaftliche Macht hätten, auch Druck auszuüben, damit sich dort etwas ändert. Das findet aber nicht statt. Also, dass Urlaub zugelassen worden ist lange Zeit, obwohl man wusste, dass die Türkei Hochrisikogebiet ist und dass wir sehr, sehr viele Corona-Fälle davon importieren, das war absolut egal auf einmal. Da war Corona nicht mehr vorhanden. Oder dass deutsche Staatsbürger weiterhin in Haft sitzen. Wir haben zum Beispiel einen jungen Mann aus Gießen, der jetzt seit, glaube ich, über 2 Jahren, nur weil er einen Wanderurlaub in den kurdischen Gebieten gemacht hat, der befindet sich in schlimmster Haft. Und es passiert nichts durch das Auswärtige Amt. Deutsche Staatsbürger werden als Geiseln gehalten. Die werden als Geiseln gehalten. Also ich vergleiche nur mal mit anderen Staaten. Passiert das mit einem US-Staatsbürger, dann wird eine Flotte versetzt, dann werden Flugzeugträger in Stellung gebracht. Und wenn ein deutscher Staatsbürger entführt wird, dann sagt man, ja gut, jetzt ist der Deutsche, sitzt jetzt dort, aber Siemens bringt 1 Milliarde. Ja. Also dann freut sich der Herr Kaiser bei Siemens, wunderbar, spielt sich als der große Aktivist auf und blamiert uns weiterhin weltweit. Das ist natürlich, das sind Tatsachen, die natürlich sehr traurig sind, gerade für die Menschen, die dann dort noch leiden, die dort immer noch um ihr Leben bangen müssen auf der einen Seite. Und die Jesiden, die hier leben, die natürlich auch eine emotionale Bindung, aber auch eine familiäre, verwandtschaftliche Bindung zu den Menschen in Rojava, in Schengal haben. Und zu dem Land. Also das ist das Land, auf dem sie seit über 6000 Jahren leben. Genau. Das kann doch nicht angehen, dass man jetzt sagt, nur weil dieser durchgeknallte Kriegsverbrecher in Ankara jetzt meint, ich hole mir jetzt neuen Lebensraum im Stile von Adolf Hitler, dass man dann sagt, ja gut, dann haben wir 6000 Jahre da gelebt, unsere Kultur kommt zwar dorthin, das ist insgesamt ist dort, der Nahe und Mittlere Osten ist ja unsere Kultur, ja gut, dann verkaufen wir das halt einfach, dann lassen wir diese Menschen über die Klippe springen. Also wo sind wir, also was sind denn das für Werte? Kann Europa sich überhaupt selbst noch im Spiegel anschauen, wenn wir den ganzen Tag über Werte und Demokratie und Menschenrechte faseln? Also das ist jetzt nicht mehr, dass wir sie predigen, wir faseln nur noch etwas. Ja. Denn wenn wir mal auch an einem anderen Buch, was ja auch aus dieser Region kommt, reinschauen, das Neue Testament, an den Taten sollt ihr sie erkennen und nicht an dem dummen Geschwätz. Das ist einfach nur peinlich. Wichtig ist auch, Elmas, vor allem in jahrelang in der Kirche, in Hasseke, sowohl in Ramischli, das möchte ich diesen Signal an unsere deutschen Bürger bringen, auch an europäischen Bürger, haben uns die Pastoren auch in Schingal erzählt, unsere christlichen Geschwisterpastoren, von wegen, wenn wir angegriffen werden mit Zeichen an die unsere radikalen islamistischen Nachbarn, dann werden
britische Schiffe und französische Flugzeuge uns über Nacht zur Hilfe kommen. Ja. Aber als das soweit war, wir haben nichts anderes gesehen als die Leichen unserer nächsten Geliebten. Deswegen kann ich heute sagen, Pastor, du hast uns angelogen. Ja? Und wir wurden einfach verarscht. Ich glaube, der Pastor glaubte auch an die Lügen der westlichen Staaten. Deswegen haben die Pastoren, das war ein bekannter Rede, bekannter Satz, in Shingal, in Hasake, in Kamschle, in Sedekanienkirchen, jesidischen, aramäischen, assyrischen Geschwister, wenn wir angegriffen werden, dann werden britische Schiffe und französische Flugzeuge über Nacht hier sein, ein paar Stunden. Mhm. Habt keine Angst, um uns zu beruhigen. Doch Shingal 2014 hat deutlich bewiesen, dass die westlichen Staaten die größten Lüge erzählt haben der Geschichte. Und wir haben das auch. Und sie machen weiter so. Also sie machen weiter. Wenn es jetzt auch gerade heißt, französische und britische Schiffe. Also bei den Franzosen, die versuchen es ja zumindest. Aber die Briten, also ganz ehrlich, spätestens nach dem Verrat von Kirkuk weiß man doch, wie die Briten ticken. Hm. Wer hat die Kurden denn dort verraten? Das war doch British Petroleum, ja. BP. Genau. Das war die britische Regierung. Wer hat denn die Stellungen der kurdischen Peschmerga an die Khashal-Chabi und an die irakische Armee verraten, um damit sie gezielt bombardieren können? Das war die britische Regierung. Hm. Nur damit, weil der Ölvertrag mit Bagdad besser war als mit der kurdischen Regierung. Genau. Und dann ist Kirkuk, eine kurdische Stadt, gefallen, wegen der Briten. Ja. Wieder verraten. Also die Geschichte der Kurden und der Jesiden, die wiederholt sich ja immer wieder, der große Verrat. Aber nicht, weil sie sich auf jemanden verlassen haben, sondern weil sie sich selber noch nicht so organisiert haben, weil sie ihre Einheit nicht haben, weil sie sich nicht organisiert haben. Das sind zwei Punkte. Genau. Also wir haben einerseits haben wir den Verrat aus jeder Seite. Wir haben bei Afrin, hat Putin verraten. Afrin wäre nie eingenommen worden, hätte Russland den Luftraum nicht freigegeben. Putin hat Erdogan genehmigt, Afrin zu überfallen. Ja. Und kein einziger türkischer Soldat hätte nur einen Fuß dort reingesetzt, weil er gewusst hätte, das ist sein sicherer Tod, genau, gegen die Guerillakämpfer, ja, dort. Also einerseits war es Russland. In dem anderen Teil, in Nordostsyriens, Rojava's, da war es dann Trump, der seine Geschäfte mit Erdogan gemacht hat. Und dann haben wir die Briten, die verraten. Wir haben überall Verrat, 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 auch tief in die kurdische Geschichte. Ich glaube, das einzige Land, was die Kurden bisher nicht verraten hat, war vielleicht Israel. Mhm. Und das war es dann auch schon. Das liegt aber auch daran, dass Kurden gegenseitig sich bekämpfen. Und es zählt weiterhin der alte Ausspruch des großen Heerführers, Generalfeldmarschall von Moltke, 150 Jahre her, Deutsches Kaiserreich, der als Militärbeobachter in Anatolien war, genau, der hat gesagt, stünden die Kurden zusammen, wären sie unbesiegbar. Und solange diese kurdische Einheit nicht besteht, werden sie immer von jedem westlichen Staat verraten werden. Egal, welche Flagge er ist, ob er Putin heißt, ob er Trump heißt, ob er Merkel heißt, ob er Macron heißt oder sonst jemand. Man muss auch dazu sagen, Fakt ist auch, beziehungsweise offensichtlich, dass die nicht vorhandene Einheit des kurdischen Volkes dazu führt, dass deren Glaubensgemeinschaften wie die Jesiden natürlich dann auch darunter leiden, weil sie dann ohne Schutz da sind oder auch dann durch andere politische Absichten dann im Stich gelassen werden und dann auch wieder verraten werden. Wenn die Kurden sich noch nicht mal schützen können, ja, wie sollen sie denn dann Minderheiten schützen? Da sind die orientalischen Christen, Aramäer und Assyrer, leiden unter dem Ganzen. Es sind die Jesiden, die hauptsächlich darunter leiden. Gerade dieses Volk, was unzählige Genozide erlebt hat und sich genau aus diesem Grund auch immer gut abschottet und in ihren gewohnten Gebieten sind. Mhm. Diese Gebiete sind ja Schutzraum. Auch das Shingal-Gebirge ist ja Schutzraum. Und dort werden sie jetzt in ihrem Panic Room, wenn man es mal so ausdrückt, dort werden sie jetzt im Herzen angegriffen. Gut, dann da leben jetzt in der Region, sagen wir mal, 800.000 Jesiden. Gut, dann gebt denen allen einen deutschen Pass. Ja. Also ich, jedenfalls, lieber Tobias, wir klagen an, warum wir nie in den westlichen Nahost-politischen Berechnungen berücksichtigt wurden. Auch als die Engländer in Irak waren, die Franzosen waren in Syrien, auch da, wenn sie die Absichten hatten, die Jesiden und orientalischen Christen einen Raum zu geben, einen Schutz zu geben, eine Legitimation, das haben die auch nicht getan. Hm. Ich komme aus einer politischen Familie, ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, jedes Mal, wenn Jacques Chirac, Tony Blair, Helmut Kohl,
John Major, als sie nach Syrien, Irak oder Türkei kamen oder überhaupt im Fernseher strahlten und Besuch starteten. Wir warteten hungrig, wir christlichen und jesidischen Minderheit, vor dem Fernseher, dass diese europäischen Politiker, die auch gleichzeitig eine Weltführung haben, ein Wort über die Rechte der Jesiden oder der orientalischen Christen verlieren. Doch das haben sie nicht getan. Vergebens, ja. Sie haben ihre Wirtschaftsverträge unterschrieben und haben die Koffer so gepackt und sind wieder zurück nach Hause gekommen und haben die so damit den Signal gegeben, unterschreiben ja diesen Wirtschaftsvertrag und ihr könnt mit den Jesiden und Christen machen, was ihr wollt. Wir haben nicht gesehen und nicht gehört. Und das war ständig der Signal. Mhm. Und tatsächlich, dieser Spruch hat schon ein Gewicht, in dem der reiche Araber sagt, aus dem Golfraum oder überhaupt aus dem Nahost, ich kann den westlichen Mann, seine Frau, seine Ehre, seine Kinder, seinen Stolz mit Geld verkaufen. Doch seitdem ich hier bin, man kann nicht die Stolz und Kinder und Frau von meinem Nachbar Herr Mayer kaufen. Doch diese Hirnis, diese Politiker haben dieses Signal gegeben. Und die Bundesregierung muss sich nicht wundern, dass immer mehr unser deutsches Volk der Politik entfremdet wird und hält sich fern von der Bundesregierung. Mhm. Man kann sogar schon so interpretieren, dass es zwei Staaten ist. Es gibt ein deutsches Volk und es gibt eine Bundesregierung, die gar nicht überhaupt abstimmt, das deutsche Volk, ob wir diese Politik weitermachen mit der Türkei. Ne? Die Ehe zur Türkei, da kostet uns nicht nur jetzt unsere Waffen und unsere Gelder, mittlerweile kostet uns auch unsere Würde und Stolz. Mhm. Und das wissen auch jeder deutsche Bürger. Ja, wenn man gewissen Statistiken bzw. Umfragen glauben sollen und darf, sind viele deutsche Bürger zum Beispiel gegen die Rüstungsexporte. Aber die Bundesregierung macht trotzdem weiter. Sie sind zum Beispiel auch gegen einen Urlaub in der Türkei. Also klar, es machen noch viele Deutsche, allgemein, aber... Wir bauen gerade, die Bundesregierung sorgt für einen Hass von anderen europäischen Partnern, unserer Partner, die sehr an unserer Seite sind, zum Beispiel wie Italien, wie Spanien. Wir haben durch unsere Wirtschaft als Waffe gegen andere europäische Staaten gezwungen, mit manchen Dingen mit der türkischen Staat verheiratet zu bleiben. Mhm. So, dass zuletzt Spanien und Türkei und Italien haben uns gedroht, Europa zu verlassen. Und dann wusste der Angela Merkel, ist in Schwung gegangen. Dann hat sie öffentlich, dann müsste sie im Bundestag sagen, ich habe dreimal den Kollegen Erdogan angerufen und habe gesagt, er soll sich aus Syrien militärisch zurückziehen. Vorher, jahrelang, war Griechenland, man hat gesagt, ja, du hast Hass auf Türkei wegen damals, wegen Osmanischen Reich. Mittlerweile ist nicht nur mal Griechenland. Dazu kommen jetzt Spanien, Italien, die uns drohen, Österreich hat sie auch noch, und Frankreich auch. Wir sind total mit der Türkei durch unsere falschen Handlungen, durch unser Festhalten an den Islamisten Erdogan. Mhm. Wir verlieren unsere Partner, historischen Partner, wie Italien und Spanien und Frankreich. Und das muss den deutschen Politiker endlich mal bewusst werden. Aber das ist halt so eine alte deutsche Tradition. Man hält an dem alten Partner fest. Und die Partnerschaft zur Türkei ist ja über 100 Jahre alt. Ja. Wir haben die Partnerschaft im Ersten Weltkrieg gehabt gegen die Briten. Wir haben die Partnerschaft im Zweiten Weltkrieg gehabt. Mhm. Wir haben immer wieder die Partnerschaft der Türkei immer hochgehalten und haben dafür Stück für Stück unsere Werte verraten. Unsere Werte verraten und verloren. Jetzt schauen wir uns mal auf den Demokratieindex der Türkei. Der liegt aktuell auf dem Level der 50er Jahre. Es geht kaum noch tiefer. Und dass wir jetzt noch an diesem Partner festhalten, das sagt über uns sehr, sehr viel aus. Und das ist eigentlich etwas, wofür sich die Deutschen wahrscheinlich in 100 Jahren schämen werden. Und dann werden wir genauso wieder eine Veranstaltung im Bundestag haben zum Völkermord an den Armeniern, Aramäern, Pontus, Griechen und Jesiden. Dann werden wir vielleicht daran erinnern, wie Deutschland an der Seite des Kriegsverbrechers Erdogan stand, als wieder Armenier, Aramäer, Griechen und Jesiden dann halt in ihren Fluchtgebieten in Nordsyrien abgeschlachtet und vertrieben worden sind. Also die Bundesregierung mit dieser Politik schadet uns von vielen Seiten. Ich nenne mal so ein bisschen Punkte. Vor allem das Gefährlichste, was die Bundesregierung durch diese Politik macht, sie sorgt für Instabilität, politische Instabilität in unserem Deutschland, in unserem Lande. Mhm. Und
was haben wir aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt? Ich denke, das war ein Teil der schulischen Bildung. Wir müssen uns Videos angucken, was der Zweite Weltkrieg für uns für Nachteile hatte. Das war nicht schlecht. Nur, das entspricht dieses, was sie gerade machen, ist gegen dieses Teil, was sie an die Bildung, dass das soll, ja. Wir sorgen dafür, dass das nie wieder passiert ist. Mhm. Ne? Es soll kein Hass auf uns deutsche Volk treiben und bauen, sondern es geht darum, dass wir neue Generationen, die nachgekommen sind, alle dafür sorgen, dass solche Verbrechen nie wieder passiert. Aber wir lernen ja auch der Vorgeschichte nicht. Also es wäre ja ganz einfach. Münchner Abkommen ist das beste Beispiel. Das Münchner Abkommen ist zwischen Chamberlain und Adolf Hitler gewesen. Da gibt es ein wunderbares Foto, wie er mit diesem fetzen Papier aus seinem Flugzeug steigt und sagt, wir haben es geschafft. Das ist die sogenannte Appeasement-Politik, das ist ein Fachbegriff, also Beschwichtigungspolitik. Daraus lernt man aber, Despoten darf man niemals mit Appeasement gegenübertreten. Despoten verstehen nur Peitsche und Zuckerbrot. Alles andere ist Dummheit. Einen Fehler kann man einmal machen, dann ist es okay. Wenn man den gleichen Fehler aber zweimal macht, dann ist man ein Idiot. Und das Gleiche, was wir jetzt hier machen, ist idiotisch. Erdogan mit Appeasement zu begegnen, ist nichts anderes als die gleichen Fehler. Das hat er ja immer wieder gesagt. Und auch, also es steht ja offen dazu, dass er lacht über uns. Und er findet das auch noch witzig. Und wenn eine Regierung meint, man hätte aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt, man hätte aus dem Holocaust und den ganzen Verbrechen der Nazizeit gelernt, dann kann ich nur sagen, nein, ihr habt gar nichts gelernt. Ihr macht zwar eure tollen Veranstaltungen und ach, dann haben wir den 9. November und dann geht es um den Reichspogromnacht und dann Ende des Zweiten Weltkriegs und dann wird die Nationalhymne gespielt und dann wird irgendein Holocaust-Überlebender darf dann was erzählen. Ganz schlechter Show. Und das war's dann. Und gleichzeitig setzen wir uns mit einem Kriegsverbrecher wie Erdogan an einen Tisch, der eine Ideologie verbreitet, die nicht weit entfernt ist von dem des Nationalsozialismus und der sogar mit Nationalsozialisten, also der MHP, in einer Regierung sitzt und das auch noch verbindet. Er verbindet nationalistischen Faschismus mit islamistischem Faschismus. Mhm. Eine ganz ekelhafte Mischung. Und mit diesem Mann trinken wir Chai. Also, sorry, das ist einfach nur dumm. Ja. Wir sind relativ am Ende unserer heutigen Sendung. Vielleicht jeder noch mal ein kurzes Statement abgeben zum Thema Kriegsverbrechen, Afrin, Sadiq Gani, Şengal und natürlich die Verantwortung. Vielleicht jeder noch mal ein ganz kurzes Statement für diese... Ich würde gerne diese Gelegenheit nutzen, um die Stimme der Jesiden aus Afrin, die täglich Verbrechen und Entführung ausgesetzt sind, die täglich mit Angst schlafen, die wissen nicht, ob die überhaupt morgen leben. Ja. Und Afrin ist nochmal eine noch ganz starke Indiz im 21. Jahrhundert, dass die Neigung, die Jesiden auszurotten, dass die Neigung, die Jesiden zwangs zu islamisieren, ihre Kinder und Frauen zu entführen, dass sie noch da ist. Und die wird gerade in die Praxis gesetzt durch die westliche Unterstützung, insbesondere durch die Unterstützung der Bundesregierung. Ich bin stolzer Bürger Deutschland, doch was die Bundesregierung macht, ich distanziere mich von dieser Bundesregierung. Und ich kann als Deutscher sagen, als deutscher junger Mann, und ich denke, viele unserer deutschen Jugend und Aktivisten sind meiner Meinung, dass diese Bundesregierung mich einfach nicht vertritt. Dankeschön, Habib. Ja, und ich kann nur sagen, wir können die wirklichen Werte der westlichen Staatengemeinschaft vielleicht daran erkennen, ob irgendwann Recep Tayyip Erdogan vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag sitzen wird oder ob in Zukunft weiterhin nur Schwarzafrikaner und ein paar Quotenweiße dort sitzen, um eine Show zu veranstalten. Daran erkennt man es. Ja. Das ist der Lackmustest unserer Werte. Wird Erdogan angeklagt, dann haben wir was gelernt. Darf er so weitermachen, dann sind wir mitschuldig und dann klebt Blut an unseren Händen. Die Geschichte wird uns dann entsprechend zur Rechenschaft ziehen. So ist es. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch heute endet leider unsere Sendung gerade, wo es wieder sehr, sehr interessant wird. Aber nichtsdestotrotz werden wir auch weiterhin diese Themen begleiten und wir werden auch in Zukunft nochmal darüber berichten. Afrin, Sadiq Gani, Şengal, immer noch allgegenwärtig. Die Absichten des türkischen Staates bezüglich Nordirak, Şengal
Und hier redet man auch von einer ethnischen Säuberung von Seiten oder die Absicht des türkischen Staates unter Erdogan und seiner AKP, aber nicht nur die AKP, auch die MHP und auch die CHP. Also all diese Parteien und auch der sogenannte tiefe Staat der Türkei sind hauptverantwortlich für diesen Chaos, der dort offensichtlich ist. Wir werden dies weiterhin verfolgen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Habib Ajam, jesidischer Aktivist, Menschenrechtsaktivist. Auch wir werden weiterhin in Kontakt bleiben in diesem Zusammenhang. Sehr gerne. Eine ganz wichtige Info würde ich ganz gerne ergänzen. In Serikani sind 14 jesidische Dörfer unter Besetzung. Da wohnen keine Jesiden mehr. Doch die Jesideninhaber dieser Dörfer werden ganz gerne wieder zurückkommen. Die sind nämlich auch vertrieben in Syrien und anderen Ländern. Eine wichtige Information. Danke auch nochmal dafür. Danke, ja, und auch. Des Weiteren möchte ich mich ganz herzlich auch bei Tobias Huch als Buchautor und Journalist bedanken, der sich vor allem auch dem Thema Kurden, Kurdistan, Jesiden auch mit angenommen hat und sich da seit Jahren mit engagiert. Und auch hier vielleicht die Möglichkeit, dann auch in naher Zukunft nochmal darüber zu berichten, bei neuen Erkenntnissen und bei neuen Zusammenkünften mit den Staatengemeinschaften, mit anderen Parteien, mit all die Möglichkeiten, die man für die Jesiden machen kann, damit sie endlich auch ohne Ängste ihr alltägliches Leben leben können. Ja, liebe Zuschauer, in diesem Sinne bleibt ihr weiterhin in Liebe und Menschlichkeit. Euch allen weiterhin viel Kraft und viel Erfolg. Bimine Navahiroshi Evarbash.